price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. Beste Grüße aus dem sonnigen Barcelona und damit willkommen zu einem weiteren Video. Ich stelle euch heute mein neues Lightroom Preset Pack vor. 6 Presets, womit ihr eure Bilder Instagram ready machen könnt. Wir gehen einmal shooten, heute hier im wunderschönen Barcelona zu 2, 3, 4 Locations. Und da werde ich euch nachher noch im Editing zeigen, wie ihr sie anwenden könnt. Deswegen, ich würde mal sagen, let's go. Wieder back bei mir zu Hause. Ich habe jetzt ja schon mittlerweile einige Bilder in Lightroom importiert. Das sind einige Bilder aus Barcelona, noch ein paar andere random Bilder, die ich auch noch mit ausgewählt habe, die wir jetzt gemeinsam bearbeiten. Als erstes geht ihr in Lightroom, dann importiert ihr eure Bilder, wie gesagt, und dann fügt ihr die Presets hinzu. Für die Leute, die es noch nicht wissen, wie ihr die in Lightroom importiert, ich zeige es euch ganz kurz. Auf der linken Seite, wenn ihr im Entwicklungsmodus seid, sind eure Vorgaben. Einmal die ganzen Vorgaben, die schon von Anfang an von Adobe dabei waren und dann halt die Presets, die ihr entweder von mir zum Beispiel geholt habt oder von irgendjemand anderem oder eure eigenen Presets, die könnt ihr dann immer auf der linken Seite halt haben. Und dann klickt ihr hier auf das kleine Plus, neue Vorgaben werden importiert und dann kommt ihr dann hier zu euren Presets, die irgendwo abgespeichert sind. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Julian Caesar Presets, das sind jetzt die ganzen Presets von mir und dann klicke ich hier auf Importieren. Wähle alle aus, weil ich will alle importieren und dann werden die importiert und jetzt sind hier unter Benutzervorgaben die ganzen Presets und jetzt geht's auch schon los. Wir wählen jetzt erstmal, sage ich mal, dieses Bild hier aus. Dieses Bild wählen wir jetzt mal aus hier. Timon ist hier zu sehen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich, Bro. Und jetzt schauen wir mal, welches Preset da vielleicht gut sein würde. Black and White, ah nee, nicht so. City könnte schon vielleicht eventuell dafür ganz gut sein. Green Time wäre auch ganz nice, denke ich. Ich würde für dieses Bild zum Beispiel hier City nehmen, drückt man einfach auf und dann wird die Einstellung angewendet. Jetzt müsstet ihr natürlich noch einzelne Kleinigkeiten abändern, sei es hier irgendwie die Belichtung, so würde ich die zum Beispiel machen, oder noch irgendwelche anderen Sachen wie Tiefen, Weißabgleich, Sättigung und so weiter und so fort. Könnt ihr natürlich dann noch alles individuell anpassen, wie es euch gefällt. Daraus könnt ihr dann auch wieder eure eigenen Looks kreieren und so weiter. Gehen wir zum nächsten Bild. Als nächstes nehme ich zum Beispiel jetzt hier einen Shot, den wir vor kurzem gezogen haben, wo wir eine neue Folge coole Instagram-Bilder aufgenommen haben. Diese Folge kommt auch demnächst online. Von Luis jetzt zum Beispiel. Da schaue ich auch wieder, was könnte hier passen, was wäre cool. Bei diesem Bild würde ich jetzt das City Preset nehmen. Passt irgendwie fast eigentlich bei jedem Foto, was irgendwie Architektur mit dabei hat oder irgendwie ja so streetmäßig ist, sage ich mal, da passt es eigentlich immer relativ gut. Manchmal kann es sein, dass der Weißabgleich nicht passt, dann müsst ihr den Weißabgleich nochmal manuell anpassen. Aber in diesem Fall sieht es schon ziemlich fresh aus und könnte man so auf jeden Fall posten. Jetzt mal hier ein anderes Bild, ein Bild von London, vom London Eye. Mal schauen, was da gut passt. Da hätte ich jetzt gesagt, man nimmt da Nights für, was auch extra für so Bilder gemacht ist, die man, sage ich jetzt mal, im Dunkeln shootet oder so. Nights würde ich jetzt zum Beispiel hier anwenden. Bam! Sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Finde ich jetzt noch ein bisschen zu dunkel. Da würde ich jetzt zum Beispiel noch die Tiefen etwas anpassen. Würde mit den Tiefen ein bisschen heller gehen. Dann würde ich auch nochmal hier mit den Lichtern ein bisschen höher gehen. Einfach um die ganzen Lichter an den Gebäuden auch nochmal ein bisschen hervorzuheben, sage ich mal. Und in den nächsten Wochen, Monaten kommen safe noch weitere Preset Packs online oder auch ein Wallpaper ist in Planung. Da kommt echt noch einiges, Leute. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Nochmal ein anderes Bild hier. Hier würde ich jetzt Summertime nehmen, das ist jetzt so ein bisschen Orange-Teal-mäßig. Kann man noch ganz bisschen auch wieder verstellen. So würde ich das Ganze machen. Bisschen dunkler. Das war es, wie gesagt, auch mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Probiert es gerne aus. Würde mich über Support freuen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim weiteren Video wieder. Und bis dahin, Like, Abo nicht vergessen. Ciao. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the